It is the 41st millennium, and mankind rules the stars. This sprawling empire is powered by hive worlds. Gargantuan planets of industry. Necromunda is the greatest hive world in all of the Imperium. With cities that rise from the ash wastes, like sheer mountain peaks. Spire upon spire, tower upon tower. The hives climb so far above the poisoned clouds, they cleave the heavens. And what nightmares may come in these hive cities, where humanity has been allowed to grow unchecked in its teeming billions. Die Gildenhändler regieren die Unterwelt. Ohne die Händlergilde würde hier unten das Chaos herrschen. Alles würde in totaler Anarchie versinken. Du denkst vielleicht, hier herrscht ohnehin Anarchie, aber nur, weil du die Ordnung nicht siehst. Ordnung ist das, was alle Gangmitglieder hier unten suchen. Aber eine Ordnung, die sie ändern können, in der sie ganz nach oben kommen können. Damit sie nicht länger irgendein Niemand sind, der für Haus, Makropole und Thron schuftet. Hier unten herrscht eine Ordnung der anderen Art. Niemand will, dass die Enforcer oder noch Schlimmeres hier runterkommen, um uns die Regeln aufzuzwingen, die oben in der Makropolenstadt gelten. Also folgen wir lieber den Regeln der Gildenhändler. Ohne sie würde hier alles zusammenbrechen. Niemand würde einen Gildenhändler töten. Es sei denn, er ist echt gefährlich oder echt verzweifelt. Und die echt Verzweifelten sind am gefährlichsten. Deshalb denke ich, dass wir uns gegenseitig helfen können. Wir holen uns das Kopfgeld, das auf den Mörder von Maro Virex ausgesetzt ist, und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Denn Leute wie wir sind Agenten der Ordnung. Selbst wenn wir unterwegs ein wenig Staub aufwirbeln. Bist du dabei? Vertrau mir, es wird sich lohnen.